Let's start again. Na, ihr Grattler, der Theophans am Start. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver. Das letzte Mal haben wir den Einheitstunnel durchschritten. War das überhaupt der Einheitstunnel? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Route 33, Einheitstunnel. Ja, stimmt doch. Gut. Und jetzt sind wir hier in Azalea City. Was soll das werden? Weißt du nicht, mit wem du es hier zu tun hast? Na, mit Team Rocket natürlich. Team Rocket dürfte es eigentlich gar nicht mehr geben, sagst du? Ha, dass ich nicht lache. Team Rocket ist aktiver denn je. Wir haben uns zwar vor 3 Jahren vorübergehend aufgelöst, aber jetzt stecken wir mitten in unserem Comeback. Der Traum unseres Oberhauptes Giovanni wird schon bald wahr werden. Aber das geht dich überhaupt nichts an. Lass mich hier einfach in Frieden. Rums! Hilfe! Hier gibt es nichts zu sehen. Ich stehe Wache, weil der Brunnen eine öffentliche Gefahr darstellt und jemand aus dem Dorf versehentlich hineinfallen könnte. Ach ja, bin ich nicht zu gutmütig? Nein. Der Fleckmondbrunnen, auch bekannt als die Ringmacherquelle. Die Leute in der Gegend glauben, dass wann immer ein Fleckmond gähnt, bald Regen fallen wird. Da stand auch noch was. Scheiße. Alte Aufzeichnungen besagen, dass vor 400 Jahren einmal ein Fleckmann eine Dürre beendet haben soll, indem es gegähnt habe. Alle Fleckmann sind aus der Stadt verschwunden. Dabei dachte ich, dass man hier Fleckmann-Routen kaufen kann. Prost Mahlzeit. So, was habt ihr hier so? Heilball und Netzball. Geil. Brauche ich gerade nichts von. Willkommen, kann ich helfen? Ja. Ich nehme 4 Supertränke mit. Und in Sachen Pokebälle denke ich, bin ich noch relativ gut dabei. So. Dieser Stadt lebt ein Mann namens Kurt. Auf ihn ist immer Verlass. Er wird bestimmt etwas unternehmen. Bist du auch hier, um kurz zu bitten, Pokéball für dich anzufertigen? Eine Menge Leute wollen das. Hast du schon einmal eine Fleckmann-Route gegessen? Die sollen echt lecker sein, wenn das mal kein heißer Tipp ist. Ach, bin ich nicht so gutmütig. Ach, halt doch die Fresse. Holzkohleofen. Die Rohstoffe für die Kohleherstellung werden von Porenta beschafft. Joa. Was hast denn du zu sagen? Hinter Azalea City gelangst du in den sogenannten Steineichenwald. Allerdings machen es die dürren Bäume unmöglich, dort durchzukommen. Nur die Pokémon des Köhlers könnten sie vielleicht aus dem Weg räumen. Ja, der Köhler, das ist der Typ, der da mit dem Holz arbeitet. Ein Aprikoko. So. Hallo, alter Mann. Die Fleckmann sind verschwunden. Ob sie wohl von irgendeinem bösen von irgendwelchen bösen Leuten entführt wurden? Bah. Wer bist du denn? Oh, Mr. T heißt du also. Bist du hier, weil du willst, dass ich ein paar Bälle für dich herstelle? Tut mir leid, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Keine Sorge, du schläfst besser, wenn nicht. Ich werde mich kurz fassen. Team Rocket missbraucht unschuldige Pokémon für ihre Schandtaten. Diese Typen sind einfach das Letzte. Sie hatten sich eigentlich vor 3 Jahren aufgelöst, aber nun, naja. Genau diese Bande schneidet jetzt den Fleckmann im Brunnen die Routen ab und verdient sich damit eine goldene Nase. Aber ich gehe jetzt zu ihnen und erteile ihnen eine Lektion. Halt durch, Fleckmann! Der alte Kurt heilt zu eurer Rettung! Oh Mann, wie ich das gesagt habe, das war ja vielleicht cringy. Okay, Arena ist nicht Pokémon Center. Was habe ich denn für einen trockenen Hals, sag mal. Da-da-dam. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm bald wieder. Ja, jetzt werden wir wohl in den Brunnen gehen. Piu.
Fleckmordbrunnen. Oh, du bist es. Ach, die Wache oben hat sofort das Weite gesucht, als ich sie zusammen geschrien habe. Aber ich bin in den Brunnen gefallen und hat mir die Hüfte geprellt. Tja, und jetzt sitze ich hier fest. Wenn ich nur laufen könnte, würde ich diese Typen mit meinen Pokémon zu Kerbholz verarbeiten. Aber das nützt nichts, Mr. T. Du wirst ihnen dann an meiner Stelle zeigen müssen, was ein wahrer Trainer so drauf hat. Ja, danke, du Arschloch. Du sitzt hier auf deinem fetten Hintern und ich mach die Drecksarbeit. Naja, kennt man. Zubat gegen Zubat. Wer wird das gewinnen? Vati! Ach, Superschall. Okay. Donnerschock. Gott sei Dank bleibst du nicht verwirrt. So, aber den wilden Pokémon, vor denen muss ich jetzt dann flüchten, wenn es jetzt dann an die Trainerkämpfe geht, weil da hinten wartet ja so eine fiese Organisation darauf, in den Arsch getreten zu bekommen. Verflixt, ich habe oben Wache gehalten und da kam dieser halbwahnsinnige Opa. Oh, plötzlich gibt es einen Schrei und er springt einfach in den Brunnenschacht. Egal, dann reagiere ich meinen Frust eben an dir ab. Die Musik geht ab. Eine Herausforderung vom Rocketrüpel. Radfratz. Na los, Vamp. Ja, ich denk mal, wenn ich mal ein bisschen damit mein Glück versuche, wird das nichts bringen. Okay, Vamp muss mit der Switch-Taktik erstmal noch trainiert werden. Egal, dann kann ich wenigstens alle auf dem konstanten Level halten. Oh, jetzt habe ich nicht hingeschaut. So. Jesus Maria. Ach, heute ist nicht mein Tag. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann hat Vamp Biss erlernt, oder? Beriescht. Attacken. Jawohl! Okay. War hier was? Nee. Also in Sachen wilde Pokémon hält sich das gerade richtig schön in Grenzen. Es war beim letzten Mal anders, also beim ersten Durchlauf. Hallöchen. Wir sollen aufhören, die Fleckmon ihre Routen zu stehlen? Was? Sollen wir etwa auf einen Befehl von Lance unseren Vorstand ignorieren? Um das zu erreichen, musst du uns schon alle besiegen. Jeden einzelnen von uns. Kleinigkeit. Zubat. Hey, guck mal, ich habe auch ein Zubat, aber ein stärkeres. Siehst du? Meins kann Biss, kann deins Biss? Nein? Oh, warum denn nicht? Ha, es ist nämlich noch auf Level 9. Ja. So, und was hast du jetzt? Oh, ein Rettern hast du. Ja, da kannst du dich glücklich schätzen, Mädel. Mit einem Rettern. Sprichst es rückwärts aus, hast den Natter. Oh Mann, was war das gerade? Giftstachel. Komm, dabei weißt du schön mal gleich noch einmal.
Silberbleach. Du kannst ein so Silberblick, hä? Kann ich nicht, aber es ist eine Scheißattacke. Bla. Ups. Ja, das war nicht so geplant, ne? Na, immerhin das. Da kann ich jetzt Blutsaurer einsetzen, oder? Ach, schade. Ich dachte schon. Komm, dann verletz dich wenigstens selber. Dankeschön. Tschüss. Hoppala, bin ich jetzt an mein Mikro gekommen. Hoppala. Das war die Vorspultaste. Scheiße. Scheiße, stimmt. Ich habe ja vergessen, dass ich die auf mein Gamepad gelegt habe. Damit es beim Durchspielen ein bisschen schneller geht. Beim zweiten Mal durchspielen. Ja, sorry, habe ich jetzt wirklich nicht dran gedacht. Wir sollen aufhören, den Flecken von ihren Routen abzutrennen. Wir werden auf jeden X... Wenn wir auf jeden x-beliebigen Trainer hörten, wäre Ratzfratz... Ratzfratz... Nein! Oh. Wäre Ratzfratz... Nein! Ratzfatz unser Ruf dahin. Boah. Brr, diese Wortspiele, ekelhaft. Ja, wenn man vom Ratzfratz spricht, ne? Jetzt stimmt. Jetzt hätte es wieder stimmen, ne? Danke dafür, Iblali. Knopf, bitte. Ja, siehst du hier, ne? Jetzt. Volltreffer sogar. Ja, dann. Setz mal lieber einen Biss ein, damit er keine weiteren Volltreffer machen kann. Aber jetzt, seitdem er Biss hat, geht es doch weiterkämpfen. So. Und du? Ha! Biss! Guck mal. Kannst du? Nee, kannst du nicht, wa? Vamp erreicht 103 EP. Zubat! Schon wieder. Komm, dasselbe nochmal. Weil es so schön war, gleich noch einmal. Erstauner. Wow, also das ist langweilig. So, Dankeschön. Tschüss. Level 14. Nice. Spiel bis ich trocke drüpel, du bist zu stark. Da passt auch dieser miesgelaunte Blick. Soest. Einen Trank bitte für den Vampir. Den hast du dir auch verdient, Vamp. Ein Fleckmann mit abgetrennter Route. Huch, es trägt einen Brief bei sich. Willst du ihn lesen? Bitte kümmere dich gut um Opa und das Fleckmann, während ich weg bin. Danke, dein Papa. Ein Fleckmann mit abgetrennter Route. Hallo! Hallo, Sie! Was willst du von mir? Wollen Sie bickert werden? Aktionswochen bei Kentucky schreit ficken! Oh, sorry. Bei Team Rocket fürchtet man mich als ganz besonders grausamen Trainer. Ich werde nicht zulassen, dass du uns bei unserer Arbeit in die Quere kommst. Tja, Thaddeus. Dann mal los, ne? Ach, und er hat ein schwächeres Zubat als seine Anhänger. als seine Handlanger. Das ist ja traurig. Und der Superschall trifft, na klasse. Ja. Blutsaurer. Ja, kann ich ja auch, würde aber genauso wenig bringen, ne? Oh. Nächstes Mal bitte nicht wiederholen. Nicht sehr effektiv, wa? Komm, wehe. Danke.
Dankeschön. So, nächster Punkt. Smogon. Nee, bleib du mal hier. In jeder Stadt gibt es einen Idioten, der sich uns in den Weg stellt. Boah, da hat er jetzt Dampf in der Fresse gehabt. Das hat sich aber gar nicht mal so verkehrt angehört, oder? Oder? Ja, ich sehe schon, damit bringt es nicht so, ne? Das bringt's. Das ist wirklich zu nichts zu gebrauchen. Dann bist jetzt du dran. Brandherd. Glut. Wow, dir war anscheinend ernster mit uns aufzuhalten. Natürlich, ich mache ja auch keine halben Sachen. Smogon wurde besiegt, Vamp erhält 145 MP, so wie Brandherd. War schon besiegt, Lance. Ich hätte dich nicht mal für ein Kind gehalten und meine Nase gerümpft. Ja. Ja, stimmt, Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen. Aber wir haben unsere Arbeit still und leise im Untergrund fortgesetzt. Du kannst uns vielleicht das Leben schwer machen, aber aufhalten wirst du uns niemals. Alles, was du tun kannst, ist in Schrecken auf das zu warten, was wir weiter im Schilde führen. Okay. Gute Arbeit, Mr. T. Die Typen von Team Rocket haben Reis ausgenommen. Meine Hüfte geht es auch wieder besser. Lass uns gehen. Ja, bitte. Hallo, Mr. T. Das war wirklich eine Glanzleistung. Ich habe es vorhin schon einmal gesagt, aber vor 3 Jahren hat ein Junge namens Red Team Rocket zerschlagen. Aber jetzt scheinen diese Widerlinge auf ein Comeback auf die Beine zu stellen. Das verheißt nichts Gutes. Aber vergessen wir das fürs erste Mal. Du gefällst mir, Mr. T. Es wäre mir eine Ehre, für einen Trainer wie dich Bälle anfertigen zu dürfen. Hier, mehr habe ich leider gerade nicht, aber ich hoffe, das hilft dir ein wenig weiter. Turboball, gerne. Oh, wie ich sehe, hast du ein paar Aprikokos mitgebracht. Na schön, dann mache ich mich mal ans Verarbeiten. Ja, ich werde ihm von jeder Farbe mal einen geben. Ich brauche einen ganzen Tag, um diese Aprikokos zu verarbeiten. Komm also am besten morgen wieder. Ich habe eine Idee. Willst du vielleicht die Telefonnummer von meinem Großvater? Immer her damit. Wenn du meinen Großvater mal anrufst, erzählt er dir bestimmt was über die Aprikokos. Gut. Und die Fleckmon sind auch wieder da. Na, da ist der Stadtfrieden noch hergestellt wieder, oder? Sehe ich genauso. Aus diesem Grund würde ich sagen, beenden wir diese Spaßkanone für heute. Und morgen, was heißt hier morgen? Beim nächsten Mal gehen wir dann in die Käferarena. Also, Kinders, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Bis dahin, macht's es gut und ciao.